Chancen, liebe Leute, liebe RC-Gemeinde. Ein paar Leute haben ja gefragt, ob ich nicht auch mal ein Bastelvideo mache. Eigentlich bin ich ja nicht so der Freund von, aber vielleicht kommt das ja noch, weil ich ja der Meinung war, das machen auch schon zu viele. Aber jedes Auto ist ja auch irgendwie unterschiedlich und jeder macht das ein bisschen anders und ich lasse mich darauf mal ein. Macht ja auch bestimmt Spaß, weil ich bastel ja auch gerne und ich schraube ja auch gerne rum. Heute wollte ich mal mit euch eine kleine Fehleranalyse machen beim Emax. So, irgendwie knackt das vorne seit ein paar Tagen. Immer wenn ich rechts einlenke, macht das beim Gas geben natürlich nur. Ich habe schon die Vermutung gehabt, dass das das Diff ist. Eigentlich habe ich es gerade erst gemacht, aber bei 6S weiß man ja nie so genau. Naja, da habe ich vorgehabt, jetzt heute mal ein bisschen mit euch zu gucken. Und wenn es nicht das Diff ist, naja, dann kriegt das wenigstens erstmal direkt ein neues Öl. Ich wollte da jetzt 60.000 nach vorne reintun, 30.000 nach hinten, um mal zu gucken, wie der da drauf so reagiert. Jetzt im Moment habe ich 30.000 nach vorne, 10.000 nach hinten. Naja, ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen zusammen und nehmen den jetzt erstmal auseinander. Ich werde nicht schaffen, ein ganzes Video auf einmal zu machen, weil ich habe ja auch leider ein bisschen was zu tun. Aber werde das entweder in zwei Teile hochladen oder schneide das euch dann zusammen. So, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Skidplatten ab. Ich hoffe, ihr seht das alles halbwegs. Normalerweise nehme ich keinen Akkubohrer. Sag ich euch gleich. Aber da das ja sonst viel zu lange dauert, nehmen wir heute mal einen Akkubohrer. Normalerweise nehme ich den, den ich auch für unterwegs nehme. Den, der ist nicht besonders doll, aber da ist alles bei, also kann ich empfehlen. Ganz billig gewesen, aber ich finde bei dem Teil gut, dass da wirklich alles bei ist. Alles, was man für sein Auto gerade braucht, hat man denn griffbereit, gerade wenn man unterwegs ist. Das ist schon eine super Geschichte. Aber ich sag auch ehrlich, beim Auseinanderbauen ist das auch okay, wenn man ab und zu mal einen Akkubohrer nimmt. Beim Zusammenbauen würde ich gerne so ein bisschen aufpassen, weil gerade so bei Plastikteilen und sowas geht das ja auch schnell, dass das mal überdrillt. Oder gerade auch bei diesen Standardschrauben geht das auch immer mal schnell, dass das dann überdrillt. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt und dann fummelt man sich nämlich erstmal richtig schön kaputt. Was übrigens bei den Skidplatten beim Emax auch ab und zu mal vorkommt, habe ich jetzt schon 2-3 Mal gehabt. Dann ein bisschen zu fest angezogen und schon hat man das Problem. So, nehmen wir die gleich mal ab. Entschuldigung, dass es noch ein bisschen dreckig ist. Wir waren gestern im Wald. Und sind da ein bisschen rumgeheizt. Hat aber Spaß gemacht. Das ist ja die Hauptsache. Ne? So, ich guck mal, wo ich hier so ein bisschen Pinsel und so eine Scheiße habe. Sauberkeit muss sein. So, habt ihr auch ein bisschen ordentlicheres Bild. So. Nehmen wir die auch gleich nochmal mit ab. Wir gucken heute jetzt erstmal nur vorne. Ich hoffe, ihr seht das. In naher Zukunft wird das mit der Kamera auch dann so ein bisschen anders ablaufen. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch. Ich habe mir hier oben zwar eine schöne Werkbank jetzt erstmal eingerichtet für euch, weil wenn schon, dann schon. Dass man auch mal schnell was einspannen kann und was weiß ich nicht was, das muss ja auch werden, muss das ja auch halbwegs ordentlich sein. Und da ich ja eh gerne baue und bastel, habe ich gedacht, können wir das mal machen. Boah, ist ja dreckig. Nein, es geht noch. So. Die müssen wir jetzt hier erstmal gleich so ein bisschen schon mal lösen. Drehen wir uns nochmal so ein bisschen zurecht. Ah, jetzt will er nicht. Okay, macht nichts.
Loctite. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Ich hoffe, das Bild ist nicht verschwommen und nix. Zack. Nummer 1. Erstmal wieder abkriegen. Gutes Stück. Guck mal, jetzt geht sie nicht ab. Vorführeffekt. Jetzt. Schön in die magnetische Schale. Die will jetzt wieder nicht. Also Leute, nehmt nicht zu viel Loctite. Ich hoffe, wir kriegen die noch raus. Schon nicht gut aus. Naja, lassen wir erstmal kurz dran. Reicht ja, wenn wir die hier abkriegen. Das kotzt mich jetzt schon wieder an, du. Aber kann man nichts machen. Ist halt manchmal so, ne? Ach nee. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, weil das nervt mich gerade jetzt total ab mit dieser Scheißschraube. Aber naja, ist halt so, können wir jetzt nichts machen. Finden wir auch eine Möglichkeit, um das Teil wieder rauszukriegen. Ich hoffe, ihr seht das. Die Kaffeefrau kommt. Das ist danke, danke. Das liegt von dir. Die Frau mit dem Kaffee war da. Das ist immer gut. Kann ich euch nur empfehlen. Schafft euch eine an, die euch immer bereitwillig Kaffee und sowas bringt. Von sich aus. Was mich jetzt schon wieder nervt, kaum haben wir von übergedittelte Schrauben geredet, haben wir schon die erste, wa? So. Das ist doch wieder typisch. Gerade wenn man von spricht, ne? Wie war das, wenn man vom Teufel spricht, steckt der Teufel im Detail. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hole ihn euch nochmal so ein bisschen ran hier. Ein bisschen erkältet. Ist ja ätzend. Ich habe natürlich jetzt auch kein Taschentuch da. Ach, wegen den Handschuhen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe keinen Bock auf dreckige Finger. Ich mag sogar gerne dreckige Finger vom Schrauben, die kann man sich ja auch wieder waschen, aber wenn man das Ganze öfter macht, ist mir aufgefallen, dass durch diese Öle, die man so alle benutzt, Öle und WD-40 zum Saubermachen und was man da alles nimmt, dass das so ein bisschen die Hände angreift und irgendwann habt ihr richtig schön raue Finger. Da hilft dann auch kaum noch Creme. Das sind ja alles Gifte, die da drin sind. Darum kann ich euch nur sagen, für gewisse Sachen zieht euch lieber ein paar Handschuhe an. Sieht zwar ein bisschen albern aus, ja auch Feinmechaniker oder so. Was machen meine Schwager noch nicht mal und die sind beide Mechatroniker, Meister. Aber die haben sich wohl im Laufe der Jahre dran gewöhnt. An die ganzen Öle. Ich störe das wohl gar nicht mehr. Darum finde ich das eigentlich beim RC immer so albern, aber ich habe keinen Bock auf ständig so eine rauen, komischen Finger. So, haben wir schon mal ein bisschen gelöst. Den stelle ich mal zur Seite.
Den brauchen wir im Moment nicht, wenn es vorne knackt. So, hier haben wir schon mal den Patienten. Ärztin ist das natürlich jetzt mit der Scheiße hier. Na, ich würde sagen, das lassen wir erstmal noch dran. Und dann gucken wir gleich nochmal, wenn wir das Diff draußen haben. Vielleicht kriegen wir das dann so ein bisschen besser hin. So. Bei den Schrauben dauert das ein bisschen länger. Die sind nämlich ein bisschen lang. So. Da haben wir die erste. Wenn ihr euer Auto nicht kennt oder noch nicht so gut kennt, kann ich euch nur sagen, schmeißt die Schrauben nicht alle in einen Topf. Dann nehmt euch lieber kleine Töpfchen oder alte Gefäße von irgendwie, was weiß ich nicht was, kleine Plastikdöschen oder so, dass ihr wisst hinterher, die Schraube gehört dahin, die Schraube gehört dahin. Wenn man sein Auto kennt, dann ist das natürlich egal. Dann nimmst du alles einfach in einen Topf. Und dann weißt du auch nachher, welche Schraube wieder irgendwo hingehört. Also ich weiß auf jeden Fall, wo meine Schrauben hingehören. Gerade wenn man sie locker hat. Insider-Wisch. Darum nehme ich nicht eher einen Akkubohrer. Komm schon. Das war der Bumper. Von vorne. Packen wir uns mal zur Seite. So, dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt erstmal die Dinger hier vor. Ich hoffe, man sieht das halbwegs. Da habe ich natürlich auch schön Schraubensicherungsmittel gemacht. So. Also nicht zu viel von diesen Schraubensicherungsmitteln. Ein Tropfen zu viel und schon habt ihr so ein kleines Problem. Dass das natürlich auch mal sein kann, dass eine Schraube überdiddelt. So. Das sieht schon mal richtig gut aus. Jetzt brauchen wir, glaube ich, mal hier einen anderen.